Was ich spüre, wenn ich so in den letzten Jahren Menschen beobachtet habe, ist, dass sich ganz viele Menschen danach sehnen, aus irgendwas auszubrechen. Aus ihren Träumen, die sie mal hatten mit 13 und jetzt aber irgendwie in eine Schublade gelegt haben, mit dem Schlüssel zugesperrt haben und den jetzt halt nicht mehr finden. Das Album war tatsächlich der Versuch, diese Kisten irgendwie zu öffnen und zu schauen, was gibt es denn bei dir, was würdest du jetzt noch dir so gerade erträumen und erwünschen und Mut zu machen, zu sagen, es ist schon möglich. Ja, darum geht's in Zugvögel. Ich flieg wie die Zugvögel hinter der Sonne her. Ich flieg wie die Zugvögel vom Winter ins Sommermeer. Ja. Wenn du auch alleine bist, ja, dann flieg doch einfach mit, wir schwärmen aus. Über tausend schwarzen Wolken wird der Himmel plötzlich wieder strahlenblau. Ich habe probiert, für mich einfach direkter zu schreiben und teilweise Worte zu finden, die direkt hier reingehen und nicht so sich mal langsam ankündigen, sondern einfach sagen, wir gehen Hand in Hand. Bis zum Ende der Nacht haben wir durchgemacht. Ich frag dich, ob du bleibst, weil ich bin nicht gern allein. Ich habe mein erstes Lied geschrieben mit 16 in Australien. Mein erstes deutsches Lied habe ich dann mit 19 geschrieben. Habe mit 19 mein erstes Album produziert, Soweit so nah. Ich habe mit 21 ein zweites Album geschrieben, Melodrom. Wir haben 2 goldene Schallplatten bekommen. Wir haben das größte Open Air in Österreich vor 40.000 Leuten gespielt. Ich war im großen Stil jetzt mit Revolverheld unterwegs als Vorband. Beide landen wir am Hollywood-Boulevard. Ja, aber in meiner Fantasie sind mir die Hollywood-Zugzeit. Was mir dann nach diesen ersten 3-4 Jahren auf Tour und im Studio und so irrsinnig abgegangen ist, ist tatsächlich das Reisen. Weil ich irgendwie immer, seit ich klein bin, ein Fernweh habe. Und dann bin ich nach Lissabon gefahren eben. An aller Grenze steht die Eisenbahn. Komm, ich will mit dir auf Reisen fahren. An aller Grenze steht die Eisenbahn. Und es hat dort so gut geklappt, also ich glaube, ich habe da 3-4 Songs geschrieben, dass ich mir dann gedacht habe, naja, dann mache ich das zum Konzept. Jedes Monat habe ich mir eine Stadt gesucht, die ich mit Rucksack, Keyboard, bisschen Wäsche durchcampt habe. Und habe meinen eigenen kleinen Eurotrip gemacht. Alles, was ich brauche, ist in meinem Rucksack. Mein letzten Brief leg ich aufs Fensterbrett. Falls der Wind ihn dann verweht, dann weiß niemand, wohin ich gehe. Aber das weiß nicht. Einmal ich lauf, lauf, lauf. Oh, brich aus, aus, aus. Ja, yeah. Lauf, lauf, lauf. Und schau nicht zurück. Lass alles hinter dir, hol dir dein Herz wieder zurück. Die Musik ist meistens, also eigentlich ist sie immer draußen entstanden. Und dann bin ich nach Hause und habe mein Zeug aufgebaut in diesem Apartment daneben, wo auch immer ich gerade war. Und dort sind die Texte entstanden. Also das war dann tatsächlich, während alle geschlafen haben, habe ich gewusst, ich werde es bis 7, 8 an meinem Text feilen und schlafen gehen, wenn die Sonne aufgeht. Und das ist vielleicht der Grund, warum, wenn Melancholie oder so das noch zu spüren ist vom letzten Album, dann spürt man es in den Texten, glaube ich. Lass mich deine starke Schulter sein, wenn der Wind sich gegen dich dreht. Ich will deine starke Schulter sein, wenn du willst, kannst du dich neben mich legen. Zieh dir die Decke bis zum Kinn. Ich warte, bis du zu träumen beginnst. Komm, lehn dich an,
lehnt dich an meiner Schulter an. Als dann alle Lieder beieinander waren, war irgendwie klar, es muss sofort aufgenommen werden. Und ich war mir ganz sicher, dass wir das nicht in einem Tonstudio irgendwie aufnehmen können. Wir haben dann wirklich das Haus schlechthin gefunden. Eine alte Kuhscheune in Frankreich. Da haben wir unser ganzes Zeug reingestellt und 7 Wochen das Album aufgenommen. Und ich fahr 1000 Kilometer und mit jedem Meter